soziale Inklusion. Und nach Besinnlichkeit klingt Speedlab erstmal auch nicht. Statt nun aber in den Chor der Überforderten einzustimmen, wollen wir heute versuchen, Chancen und Potenziale auszuloten, die eine Verknüpfung dieser beiden Felder bieten, also der Inklusion auf der einen und der digitalen Bildung auf der anderen Seite. Keine Fokussierung auf eine Heterogenitätsdimension, sondern es geht darum, wenn wir über Inklusion sprechen, alle Dimensionen von Vielfalt im Blick zu behalten. Wir haben es mit einer Krise des pädagogischen Handelns aktuell zu tun. Es gibt eine hohe Diskrepanz zwischen dem Reformanspruch und der Situation, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorfinden. Alles geschieht bei laufendem Betrieb. Es gibt einen hohen Innovationsdruck, vielleicht auch sowas wie gesteigerte Risikolagen, neue Belastungen. Politische Teilhabe verlagert sich immer mehr in digitale Netze. Wer nicht da ist, nimmt nicht teil und schlimmer noch, bestimmt nicht die Politik von morgen. Das ganz wichtige Thema, Thematisierung von Inklusion. Wir haben es ja gerade gehört, Inklusion ist in aller Munde. Dadurch wird es zerbreit, zerkaut, totgekaut und auch gar nicht mehr so richtig erkennbar. Aber Inklusion muss trotzdem noch in den Mainstream irgendwie reingerückt werden. Ich würde das für mich so umschreiben, dass digitale Inklusion die praktische Umsetzung, die praktische medienpädagogische Arbeit und vor allem Anleitung in inklusiven Bildungssettings beinhaltet. Das sind zwei große Begriffe, Digitalisierung und Inklusion, für mich aber nicht wirklich zu trennen, weil das eine kann das andere unterstützen und vereinfachen. Und ja, ich finde, man sollte diese beiden Begriffe immer zusammen denken. Also es ist einfach aufgrund der Bedürfnisse der Nutzer sozusagen entwickelt worden, gemeinsam mit den Nutzern. Das ist bei uns immer wichtig, dass Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe mit unseren Partnern arbeiten, ihre Wünsche und Bedürfnisse sozusagen einbringen. Killer-App, die wir empfehlen können, ist Spaß, weil wenn die Leute Spaß haben, dann lassen sie sich darauf ein, mit neuen Medien zu arbeiten, dann lassen sie sich auch darauf ein, in inklusiven Gruppen mit Leuten zu arbeiten, mit denen sie vielleicht sonst nicht zu tun haben würden und diesen Spaß mit auf den Weg geben.